Das Prostituierten-Schutzgesetz kommt endlich. Nach langen Verhandlungen mit der SPD haben wir es geschafft, dass wir jetzt einen Gesetzesentwurf haben, der dafür sorgt, dass Prostituierte besser geschützt werden. Sie müssen sich anmelden, Bordelle müssen genehmigt werden. Wir wollen, dass Prostituierte beraten werden. Und wir wollen damit die Selbstbestimmtheit der Prostituierten stärken. Denn Deutschland hat sie seit 2002 verändert. Deutschland ist zum Bordell Europas geworden. Schuld war das Prostituiertengesetz, das Prostitutionsgesetz aus dem Jahre 2002 unter Rot-Grün. Das korrigieren wir jetzt. Wir wollen die Prostitution, die legale Prostitution, besser organisieren, weil wir als Staat Verantwortung haben. Verantwortung haben für die jungen Frauen, die in der Prostitution arbeiten. Wir wollen keine Fremdbestimmtheit haben, wir wollen keine Zwangsprostitution haben, sondern wir wollen, dass diejenigen, die für sich erklären, sie möchten in der Prostitution arbeiten, dass sie beste Arbeitsmöglichkeiten haben und geschützt werden vor den schlimmen Dingen, die wir in der Prostitution leider seit vielen Jahren erlebt haben. Insoweit ist das ein guter und wichtiger Schritt für diejenigen, die unseren Schutz brauchen. Wir können jetzt gewährleisten mit dem Gesetz, was wir als Union federführend verhandelt haben.